Ich komme zu Feature 3, gefolgt von Feature 4 und 5. Ich will einige Indizien dafür aufstellen, ob tatsächlich die 36 Choräle sogar eine Symmetrie beinhalten. Erst dann kann ich eigentlich begründet von 36 Chorälen sprechen, und dies wäre mein Vorschlag an die Orgelwelt, diesen Begriff künftig zu verwenden, anstelle des sehr sperrigen Begriffes, der bis jetzt in der wissenschaftlichen Literatur eingeführt ist, Choräle von Johann Sebastian Bach aus der Neumeistersammlung. Also, meine These ist, dass ich Indizien aufweisen kann, dass die dann genannten 36 Choräle tatsächlich eine Symmetrie aufweisen. Und in diesem Feature möchte ich einen ersten Vorschlag dazu unterbreiten, nämlich die Beziehung des Stückes 1 nach 26, des Stückes 26 nach Nummer 11 und des Stückes 11 nach 36. Dann wird aus 1, 11, 26, 36 eine symmetrische Konstruktion. Meine Argumentation beinhaltet eine Verwandtschaft zwischen Nummer 1 und 26, zwischen 26 und 11, zwischen 11 und 36. Dies möchte ich kurz darlegen. Nummer 1, der Tag, der ist so freudenreich, weihnachtliche Freude und ein fugierter erster Abschnitt und ein fugierter zweiter Abschnitt. Der erste Abschnitt. Der Abschnitt beginnt, nachdem zuvor ein Passaggio zu hören war, das durch die ganze Klaviatur reicht. Und dann ein Fugato beginnt. Meine Aussage dazu ist, bezüglich dieses zweiten Fugato, einerseits geht es hier um die Choralzeile, der Tag, der ist so freudenreich, aller Kreature. Aber gleichzeitig geht es um eine Vorwegnahme, eine Metalepsis dessen, was dann in Stück 26 ausgesagt wird, anhand folgender Choralzeile. Und diese Choralzeile heißt in Nummer 26 und unverweslich hervorgehen. Es handelt sich bei Nummer 26 gewissermaßen um das Gegenteil des ersten Stückes, nämlich dem Begräbnislied. Nun lasst uns den Leib begraben. Es war zu Bachs Zeit das klassische Begräbnislied. Der Text lautet, nun lasst uns den Leib begraben. Daran wir keinen Zweifel haben, er, nämlich der Leib, wird am jüngsten Tag aufstehen und unverweslich hervorgehen. Wie vernimmt man dieses unverweslich hervorgehen nun in Nummer 26? Das ist wieder eine nächste Erzählung. Es ist also die vierte Choralzeile mit diesem Verlauf. In Nummer 1 werden wir darauf aufmerksam durch. Nun aber müssen wir in Nummer 26 die Kolorierung einrechnen.
etwa waren die Melodietöne bis zum Wort Herfürgehen angelangt. Und dieses Herfürgehen wird nun großartig dargestellt. Also, die musikalische Beziehung zwischen Nummer 1 und 26 ist, denke ich, evident. Die theologische ist die der Antithese, der schroffen Antithese, Geburt des Herrn, unser Sterben. Nun, der nächste Schritt, die Beziehung von Nummer 26 zurück zu Nummer 11. Also könnten wir auch sagen, die Beziehung von Nummer 11 zu 26. Das heißt, das elfte und das elftletzte Stück würden sich beziehen, sofern ich mit meiner Argumentation recht habe. Jetzt kommt ein Argument, das vielleicht zunächst befremdlich wirken könnte. Es ist das Argument des Zählens, das Argument des numerischen Befundes. Mein Befund kreist um die Zahl 153. Die Zahl 153 ist eine biblische Zahl. Als der Auferstandene sich den Jüngern zeigt, steht er am Ufer und sagt zu den Jüngern, die nichts gefangen haben bei ihrem Fischfang, wirf dein Netz auf die rechte Seite aus. Und dann fängt Petrus an. Ein Netz prall gefüllt mit Fischen. Und dann sagt die Bibel, es waren 153 Fische. Jetzt müsste man wieder, und das wird Gegenstand weiterer Features sein, die Zahl 153 semantisch aufblättern. Ich will es ganz kurz tun. Zu 153 heißt die Spiegelzahl 351. Und 351 ist die Summe der Zahlen von 1 bis 26. Also 1 plus 2 plus 3 plus bis 26. Aber was ist 26? Das ist der Gottesname Jahwe in der Zählweise des hebräischen Alphabets. Jetzt waren wir gerade bei Nummer 26 als dem Begräbnislied und genau dort finden wir in der 153. klingenden Viertel folgende Situation. Das ist sie schon. Wie lautet der Befund? Nirgendwo finden wir einen derartigen Akkord, der die Musik gleichsam anhalten lässt. Nur hier hören Sie den Zusammenhang. Zum Zweiten. Akkorde bringen in Klang den Grundton, die Quint und die Terz. Hier als Akkord, als Sextakkord. Also schon jeder Akkord bringt in Grundton, Quint und Terz zahlensemantisch 1, 5 und 3 in einen zwingenden Bezug und somit möglicherweise hier zum Bezug dessen, was wir in der 153. klingenden Viertel tatsächlich eben hier so vorfinden. Der dritte Bezug ist, dass die Oberstimme uns Folgendes mitteilt. Da sind die Töne A, E und C und deren Zahlenwert ist 1, 5 und 3. Es ist also eine dreifache Bestimmung
der Zahl 153 durch die Lokalisierung als 153 klingende Viertel, durch die Tatsache des Dreiklangfundaments, das sonst in diesem Stück nirgends so deutlich sichtbar wird. Dreiklang heißt Grundton, Quint, Terz. Und die dritte Bestimmung, die Oberstimme, reiht die Töne A, E und C aneinander. Nun der Versuch der symmetrischen Beziehung zu Nummer 11. Also 26, das 26. Stück ist das 11. Also gehen wir zu Nummer 11. Und methodisch ist nun die Frage, was steht denn eventuell in Nummer 11 an der Stelle der 153. klingenden Viertel? Das ist das, was kurz vor Schluss erklingt, nämlich und tatsächlich, hier haben wir wieder eine Singularität. Das sind Triolen in 16-Triolen, die sonst nirgendwo im Stück vorkommen. Genau dies geschieht in der 153. klingenden Viertel dieses Stückes. Jetzt können wir weitere Indizien sammeln. Die Anfänge von Nummer 11 und Nummer 26 sind optisch sehr ähnlich. Und dann reiht sich eben dieser Befund der 153. klingenden Viertel am Schluss im Pendant zu dem Anfang, der in beiden Stücken optisch gleich ist und musikalisch auch sehr vergleichbar ist. Also Anfang und Ende beider Stücke greifen symmetrisch ineinander. Nun die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Nummer 11 und 36 als Pendant zu Nummer 1 gegenüber 26. Was also könnte Nummer 11 mit 36 zu tun haben? Hören Sie den Anfang dieses Stückes 11 aus tiefer Not, schrei ich zu dir. Sie hören die Choralmelodie, die alternativ zu der häufig gebrauchten Ta-da-da-ta-di-ti-da-ti heißt Ta-da-da-ta-da-ta-da-ti, und hören Sie Bachs Harmonisation. Die geht aus von einer Spiegelung des Diskant im Bass. Ich spiele nur die Außenstimmen. Und aufgrund dieser Spiegelung gestaltet sich die Harmonik dann so. Eine äußerst ungewöhnliche Art der Choralharmonisierung. Am Ende steht E-Dur. Und genau dieses E-Dur wäre nun die Brücke zum letzten Stück, also dem 36. Stück. Es endet nämlich genau in diesem E-Dur, allerdings deutlich verhaltener im Klang. Ich würde Ihnen die drei letzten Takte spielen. Dieses verhaltene E-Dur gewissermaßen als Nachhall zu Nummer 11 im vollen Klang der Orgel. Die nächste Frage ist natürlich, hat nun dieses letzte Stück auch mit dem ersten Stück zu tun? Dann hätten wir weitere Indizien für die These einer Symmetrie. Und in der Tat, in Nummer 36 finden wir diese Wendung. Wie heißt der Cantus Firmus in Nummer 1?
genau diese Wendung finden wir im Tenor, so nach Takt 10 folgend, Takt 11. Im Verbund der Stimmen insgesamt. Das wäre ein kleiner Hinweis, und weitere könnten jederzeit genannt werden, wiederum für die Verbindung des Letzten zum Ersten, des Ersten zum letzten Stück. Das also jetzt als Argumentation, als erstes Indiz für eine Symmetrie dieser 36 Choräle, sodass damit ausgeschlossen wäre, dass uns in der Überlieferung durch Neumeister irgendwelche Choräle verloren gegangen sein könnten. Innerhalb des symmetrischen Konstrukts müssten sie entweder ganz außen oder in irgendeiner symmetrischen Position zueinander gelagert sein oder ganz ein mittleres Stück fehlen, wenn wir dennoch die symmetrische Konstruktion in Zweifel ziehen würden. Mein Indiz 1 war die Beziehung von Nummer 1 zu 26 sowie 11 zu 36 und die entsprechenden Querverbindungen zwischen diesen genannten Stücken.